grüß euch, ich bin schon mittendrin. Wir machen heute ein Vollkorn-Kürbiskernbrot. Zu unseren Kürbiskernen kommen Weizen-Vollkornmehl und Roggenmehl dazu. Zu unserem Brot kommt natürlich auch noch Salz und ein Brotgewürz. Noch ein Steirer Kraft Kürbiskernel für einen feinen, nussigen Geschmack. In unserem Pfandl machen wir jetzt Buttermilch und Wasser lauwarm. Buttermilch gebe ich deshalb dazu, dass unser Brot schön saftig bleibt. Das Ganze ist jetzt lauwarm, darin lösen wir die Germ auf. Und geben es zum Rest dazu. Jetzt ist Zeit, dass wir unseren Teig gut durchkneten. Den Teig habe ich jetzt eine halbe Stunde aufgehen lassen. Jetzt knete ich ihn noch einmal zusammen und dann gebe ich ihn in die Form. Mit Mehl stäuben, leicht andrücken und dann ritzen wir es mit dem Messer ein. Wichtig ist, dass wir unser Brot jetzt an einem warmen Ort aufgehen lassen. Unser Vollkorn-Kürbiskernbrot schaut schon gut aus. Wir backen es jetzt bei 175 Grad für circa eine Stunde. Während unser Brot backt, haben wir ein bisschen Zeit. Da bereiten wir unsere Käferbohnensalsa zu. Für die Salsa schneiden wir Käferbohnen, Tomaten und dann Zwiebeln in kleine Würfel. Für einen gewissen Pfiff hacken wir uns noch ein paar Kräuter und geben es mit einer schönen Prise Salz dazu. Würzen wir es noch mit Pfeffer und rühren wir es durch. Unser Käferbohnensalsa ist fertig. Wenn euer Brot auch schon backen ist, so wie meins, schneiden wir es auf und richten es auf einen Teller an. Mein Genusstipp ist, träufelt ein bisschen Basilikumpester von Steirerkraft darüber, das rundet es geschmacklich hervorragend ab. Eine zweite Variante ist, nehmt eine Scheibe von unserem Vollkorn-Kürbiskernbrot, kurz toasten, ein Pesto darauf, die Salsa darüber und kurz gratinieren. Das ist eine super Vorspeise und schmeckt echt gut. Viel Spaß beim Nachkochen, eure Rezepte-Rockerin.